13. Brief. Thema: Die Suche nach der Vollkommenheit. Wir suchen die Vollkommenheit, die unsere Seele in ihrem Ursprung im Garten Eden hatte. Wir suchen sie in uns und versuchen sie auch in anderen Mitmenschen zu sehen. In anderen erkennen wir die Vollkommenheit, während wir verliebt sind. Es sind diese Momente, die stillzustehen scheinen und voller Glanz und Liebe sind. Sie zeigen davon einen Hauch, eine Erinnerung an das, was wir einmal waren. Auch in uns kommen wir dem Gefühl der Vollkommenheit nahe, in der Liebe, beim Orgasmus, in der Meditation und während wir im kreativen Flow sind. Es gab große Personen, die diesem reinen Seinszustand nahe gekommen sind, unter anderem Leonardo da Vinci, Platon, Aristoteles, Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart und Burkhard Heim. Es waren die großen Schöpfer der Menschheit. Sie waren in der Lage, sich aus dem größeren Pol an Wissen und Schöpferkraft zu bedienen, als der größte Teil der Menschheit. Beethoven hat die 9. Sinfonie vor seinem inneren Auge gesehen und dann niedergeschrieben, als er bereits taub war. Erleuchtung oder Vollkommenheit heißt nichts anderes, als dass uns das göttliche Licht ungefiltert und unreduziert zur Verfügung steht. So sind wir eigentlich allesamt inklusiv dieser Gabe auf die Welt gekommen. Alles, was uns daran hindert, so zu sein oder zu werden, wegzuschaufen, ist jedem Menschen seine wichtigste Lebensaufgabe.